Grüß Gott in der Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner, der uns im Rahmen dieser Stunde der Seelsorge seit Beginn der Pandemie, seit dem ersten Lockdown begleitet. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich auch Danke sagen. Und unsere Zuschauer schätzen deine Expertise, deine Stellungnahmen sehr. Lieber Pater Karl, im Frühling mit dem Lockdown, da war es ja anders wie jetzt. Wir sind, wie gesagt, in den Frühling hineingegangen. Die Tage sind länger geworden. Es wurde wärmer. Die Infektionszahlen sind dann auch irgendwann zurückgegangen. Jetzt ist es anders. In den letzten Tagen sind die Infektionszahlen nach oben geschossen. Die Tage werden kürzer. Es wird kälter. Eine Studie in Japan hat auch gezeigt, dass in Innenräumen das Infektionsrisiko 19 Mal höher ist als im Freien. Und so sagt man jetzt nicht nur Abstand halten und Hygienemaßnahmen und Alltagsmasken, die Aha-Regel, wie wir das in Deutschland nennen, sondern es kommt jetzt L dazu, nämlich das Lüften. Das hört man überall. Nichts sei so effektiv wie einfach auch zu lüften. Das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Ich möchte mit dir über Folgendes sprechen an Allerheiligen. Da war es ja noch möglich, dass man in die Gaststätte gegangen ist. Ich war bei einem Wirt, wo ich immer wieder gern hingehe, auch als Zeichen der Solidarität, weil ja jetzt auch dieser Lockdown ist. Und da habe ich eine Familie getroffen. Die Eltern kenne ich seit vielen Jahren von der Jugendarbeit her, Jugend 2000. Und das sind ganz liebenswürdige Leute, haben jetzt vier Kinder. Und wir sind ins Gespräch gekommen und die Frau hat mir erzählt, dass sie also nichts halte von der Gefährlichkeit dieses Virus und auch nichts von Abstand halten und Maske tragen und so weiter und hat gesprochen von diesem angeblich so tödlichen Virus. Und liebenswürdige Leute, ich schätze sie sehr. Und sie hat mir auch erzählt, es gibt ein paar andere Familien, die ich auch gut kenne, die alle vier, sechs Kinder haben und die genauso denken. Da habe ich mir gedacht, also wirklich diskutieren über das Thema geht fast gar nicht. Aber ist es für einen Christ nicht wenigstens angebracht, dass man sagt, ich respektiere die Haltung des anderen, ich halte Abstand, wenn das dem anderen wichtig ist und trage auch Masken. Von Korea her kommt ja dieses System, ich schütze mich, um dich zu schützen, ist ja auch für uns Christen auch angebracht, das zu tun. Was ist denn deine Meinung dazu zu Leuten, die nichts davon halten? Also mir geht es auch so, dass auch sehr Menschen, die ich sehr, sehr schätze und die auch sehr gläubig sind, dass mir die dauernd Videos schicken und E-Mails von Virologen, die jetzt sagen, also das sei gar nicht so und alles nur irgendwelche anderen Sachen und der Virus sei nicht gefährlich. Ich tue mir schwer damit, weil ich mir von Anfang an verboten habe, mich zum Hobby-Virologen zu entwickeln. Ich verstehe es einfach nicht, was da geschieht und ich habe auch nicht die Möglichkeiten dazu. Ich habe nicht die Ausbildung, eben jetzt wirklich zu beurteilen, ob dieser Virus jetzt in dieser Weise gefährlich ist, wie es geschildert wird. Am vergangenen Samstag hat unsere Bundesregierung den zweiten Lockdown meines Erachtens sehr gut begründet, nämlich mit der Gefahr, dass wegen dieses exponentiellen Wachstums, das wir hier haben, die Intensivbetten ausgehen könnten und dann Ärzte plötzlich, so wie wir es ja in Norditalien hatten, in der Pflicht stehen, dass sie entscheiden müssen, wird jetzt der Herzinfarkt aufgenommen oder der Corona-Patient vorgezogen und so weiter. Also, und das wollen sie jetzt eben vermeiden. Das scheint mir sehr sinnvoll. Natürlich ist immer die Frage nach der Angemessenheit der Maßnahmen. Auf der anderen Seite, dass Corona kein Fake ist, also das kann ich selbst bezeugen. Ich kenne vier Leute, die gestorben sind an Corona. Ich kenne sie persönlich. Einer davon ist ein 48-jähriger Priester, der mein Student war. Meine Schwester und mein Schwager hatten Corona. Das ist dort also doch, also meine Schwester sagt, es war sehr, sehr schlimm. Sie hat bisher nicht den Geruchssinn wiederbekommen. Und ich kenne andere auch, jetzt vor kurzem ein Priester des Opus Dei aus Wien, der im Sauerstoffzelt war 3 Wochen und der dann auch gesagt hat, dass das sehr schwierig war, ihm ist es sehr schlecht gegangen. Also ich würde das nicht auf die leichte Schulter jetzt eben nehmen. Und dein Anliegen ist ja, wie sollen wir als Christen hier reagieren? Und mir hat immer geholfen, was unser Erzbischof von Wien, Kardinal Schönborn, gesagt hat, dass jetzt eben das Halten der Maßnahmen
einfach ist, dass es hier, dass wir an uns denken sollen, sondern dass wir hier jetzt um Schutz eben für jene Teile, die durch Vorerkrankung und durch Alter jetzt eben besonders gefährdet sind, dass wir auf die Rücksicht nehmen sollen. Und von dieser Perspektive her kann ich das ganz gut verkraften, eben jetzt auch persönlich. Mir sind die Mund-Nasen-Schutzmasken sehr unangenehm, vor allem bei der Liturgie. Ich finde es schrecklich, wenn die Gläubigen in Abständen sitzen müssen. Also ich bin sehr unrund, wenn ich das zulasse, diese negativen Gefühle in mir, bin ich sehr unrund, aber ich verbiete sie mir zugleich, weil ich mir denke, ich möchte mich von dieser Dämonie, dieses Virus nicht besiegen lassen. Ich möchte in dieser Dunkelheit schauen, wo kann ich Lichter anzünden? Das ist unsere Mittagsmesse. Das sind die Sakramentalien, die wir wieder unter die Leute bringen. Das Siegeskreuz. Ja, wie viele Menschen haben kein Kreuz in der Wohnung oder vertrauen nicht auf die Segensmacht Gottes? Das Weihwasser und so weiter. Alles, was wir zu verbreiten versuchen. Gebete. Ja, wir haben so viele Gebetszettel verteilt, dass wir die Gläubigen auch einladen, nicht zu versinken in ihren Sorgen und Problemen, sondern uns Fürbitten zu schreiben. Thomas, weißt du, wie viele Fürbitten man uns geschickt hat seit März? Es sind über 32.000. Über 32.000 Fürbitten. Ich habe eine eigene Mitarbeiterin, eine eigene Angestellte, ja, der ich auch den Titel gebe, Seelsorgerin, weil sie nur diese seelsorglichen Belange macht, die Fürbitten aufnehmen, dann den Leuten zurückschreiben, Telefonate zu führen, aber auch zugleich jetzt die Gott-Kann-Bewegung, unsere Gebetsbewegung, die sehr gewachsen ist. Plötzlich kommen die Leute drauf, ja, wir sollten für die Jugendlichen beten. Die Leute haben auch viel Zeit. Also ich würde sagen, bitte immer schaut auf das Gute, lasst euch vor dem Virus nicht unterkriegen. Und natürlich, ich könnte mich auch, also ich kriegte über WhatsApp heute wieder in der Früh, also ein Virologe redet darüber, dass das alles nicht so schlimm sei und es gibt keine zweite Welle. Wenn ich mir allein die Sachen anschaue, müsste ich mir stundenlang Videomaterial anschauen. Ich nehme nur wahr, dass jede Regierung, ob links, ob rechts, ob liberal, ob diktatorisch und so weiter, dass jede Regierung Maßnahmen setzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht aus einem Verantwortungsbewusstsein und aus einer Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Öffentlichkeit, dass das nicht aus dieser Verantwortung heraus erfolgt. Also deshalb, warum soll ich mich da selbst belasten und über Dinge nachdenken, die ich nicht ändern kann, sondern Maßnahmen, die machen wir halt, unangenehm, schlimm und so weiter, aber ich lasse mich nicht unterkriegen, lasse mich von dieser Dunkelheit nicht paralysieren, sondern ich schaue, dass ich in dieser Situation was Gutes mache. Ich habe jetzt für unseren Lockdown ja hier, habe ich mal sofort Pläne gemacht, was ich jetzt in diesem nächsten Monat alles machen kann, weil ja wieder alle Veranstaltungen ausfallen, alle Vorträge, alle Exerzitien und so weiter, alles wird nicht gehen. Und da habe ich eben Zeit und dann muss ich mir überlegen, also jetzt schon planungshaft, was mache ich mit dieser Zeit? Und mir ist viel Gutes eingefallen, was ich jetzt tun kann in diesen, ich nehme es mal als Corona-Ferien, die mir jetzt wieder bevorstehen. Also allen, die an der Gefährlichkeit dieses Virus zweifeln, da möchte ich das sagen, was der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gesagt hat. Ein Satz, den ich sehr bemerkenswert finde, viel mehr Menschen, als am Virus gestorben sind, sind dauerhaft erkrankt. Das wird oft übersehen, dass man an diesem Virus auch dauerhaft erkranken kann. Und er hat auch gesagt, wenn eine Gesellschaft meint, sie könne mit diesem Virus leben wie mit einem Tiger, irgendwann frisst der Tiger einen. Das ist auch seine Formulierung und ich glaube, den meisten von uns wird es jetzt so gehen, dass wir Menschen kennen oder jeder von uns wird wahrscheinlich jetzt bald Menschen kennen bei diesen Infektionszahlen, dass jemand am Coronavirus oder erkrankt ist. Und der Virologe Dotzauer weist darauf hin, dass frühere Hoffnungen mancher Wissenschaftler in diese Richtung, nämlich mit dem Virus leben zu können, endgültig zerschlagen seien. Eine Herdenimmunität lasse sich auf natürliche Wege, also ohne Impfstoff, nicht ohne massenhaft Tote erreichen. Also ich nehme solche Warnungen ernst und ich glaube, wir sollten es auch ernst nehmen. Und nochmal zu meinem Anfangsanliegen zurück. Wenn andere Gläubige der Meinung sind oder auch Leute, die nicht im Glauben sind, das sei nicht so, dann bitte ich doch wenigstens, das zu respektieren mit Abstand
und wenn andere Abstand zu halten, wenn andere das ernst nehmen. Okay. Ja. Ich habe es, Thomas, ich habe es auch nie verstanden, warum plötzlich gläubige Menschen hier in ein Horn stoßen, dass Evolutionsatheisten angestimmt haben. Du kennst ja von Charles Darwin diese Vereinfachung, dass die Stärkeren überleben. Und was da in Schweden passiert ist, ist wirklich auf Basis dieses Atheismus geschehen. Die Leute müssen sowieso sterben und ob das jetzt früher oder später ist und so weiter, das ist uns egal. Und dann hat man eben so reagiert in Schweden. Mittlerweile sieht man dort, ja, dass es nicht funktioniert. Aber ich habe es nie verstanden, warum auch Gläubige in diese Richtung plötzlich gehen, weil doch natürlich wir müssen alle sterben, ja, und es gibt keine medizinische Maßnahme, die uns jetzt ewig leben lässt. Das ist ganz klar. Aber jetzt einfach zu sagen, wir versuchen nicht alles, um jetzt ältere Menschen auch zu schützen, damit sie eben noch ein paar gute Jahre haben können. Also das habe ich nie verstanden. Das ist doch unsere Pflicht. Noch einmal, es ist eine Form von Nächstenliebe, dass wir die Maßnahmen jetzt eben so gut wie möglich halten, zugleich aber natürlich auch schauen, dass wir in dieser Situation das Beste tun. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal KTV danken, dass ihr zum Beispiel unsere Mittagsmesse viermal in der Woche übertragt. Ich möchte für die anderen vielen Angebote, die ihr macht, aber die mittlerweile auch über die Medien vermittelt werden, Es haben mir Leute geschrieben und ich muss sagen, diese Monate jetzt seit März, also waren wahrscheinlich die anstrengendsten in meinem ganzen Leben. Ich bin durchgehend hier. Durch diese Seelsorge, die ausgebrochen ist, haben wir eine Belastung, einen Workload. Ich habe wirklich oft 18 Stunden am Tag, Tag und Nacht. Ja, ich beantworte E-Mails, ich schreibe zurück. Gott sei Dank sind die Spenden nicht gesunken. Gott sei Dank habe ich hier bei Missio ein junges Team. Gott sei Dank können wir von Missio Österreich auch diese ganzen seelsorglichen Sachen mitmachen. Aber es ist furchtbar, furchtbar anstrengend. Und ich habe mir in dieser Zeit vorgenommen, jetzt lasse ich mich vom lieben Gott ausnützen, um jetzt eben, er hat mich dorthin gestellt an diese Stelle, um über die Messübertragungen, um über die Gottesdienste den Menschen Kraft zu geben. Und sehr hilft's mir, wenn mir Leute dann eben schreiben. Ich kann nicht alle Briefe beantworten, aber wenn mir Leute schreiben, und das haben mehrere getan, die wirklich geschrieben haben, ich zitiere das jetzt, aufpassen, ja, lieber Pater Karl, ich hätte mir schon das Leben genommen, ja, in meiner Verzagtheit und Verzweiflung, wenn es nicht die Mittagsmesse gegeben hätte. Und sowas, das motiviert mich voll zu laufen und zu tun. Und da denke ich mir, lieber Gott, du hast mich am richtigen Platz gestellt und wir tun das Richtige. Und ich glaube, dass wir alle eben jetzt verantwortungsvoll handeln müssen, damit wir eine gute Zeit, damit, schau, wenn es so finster ist, ja, genügt oft ein kleines Licht, das du anzündest. Wir merken ja, dass kleine Dinge oft viel wertvoller sind. Der Anruf von einem Verwandten, mit dem er lange nicht geredet hat. Das macht plötzlich alles so hell und so schön und das Ganze. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, jeder von uns auf sehr einfache Weise zum Licht für andere zu werden. Bitte ausnützen. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl, ich möchte sagen, dass ich mit euch zwei im Gebet verbunden bin. Eure Sendung ist großartig. Sie macht Mut, eure Corona-Kommentare zu hören, macht Freude. Jetzt hat es auch die starke Schweiz erwischt. Ich habe gehört, dass im Wallis die Intensivbetten schon überbelastet sind. Ich habe Angst, wohin das noch führen kann, wenn viele nicht einsehen, dass der Lockdown nötig ist. Ich gehe im Moment nur noch raus, um einzukaufen, spazieren zu gehen. Ich meide große Bahnhöfe und Orte von Menschenansammlungen. Ich bete für die Kirchengemeinden, dass alles wieder normalisiert werden kann und Reisen wieder möglich sein wird. Mit viel Segen, eure ... Eine Dame aus Zürich hat uns geschrieben. Was können wir in der Stunde der Seelsorge Menschen sagen, die jetzt Angst haben? Ja, also Angst ist einmal eine psychologische Reaktion, sie ist auch durchaus begründet. Es gibt aber auch Überformen der Angst. Ich bin kein Psychiater, aber ich kann hier als Priester nur auf das Vertrauen auf Gott verweisen. Ich sag mal so, wie es ich gemacht habe. Ich habe gleich am Anfang weniger, weil ich Angst um mich selber hatte, sondern einfach um hier diesen Betrieb, weil es ist ja auch so, ich habe hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie der Lockdown im März gekommen ist, hatte ich die Panik, dass ich die jetzt entlassen muss, weil wenn keine Spenden kommen,
dann können wir nicht weiterarbeiten. Zugleich eben kamen Massen von Hilfsansuchen aus Afrika, obwohl dort natürlich der Coronavirus nicht diese Infektionsraten jetzt eben hat, was aber am meisten wohl an den Testungen jetzt eben liegt, haben wir dort dramatische Situationen wegen des Lockdowns. Es gibt eine Zunahme der Armut, die gigantisch ist. Es gibt Hungersnöte, die ausgebrochen sind, weil die landwirtschaftliche Produktion plötzlich nicht mehr funktioniert aufgrund dieser Corona-Situation und so. Und ich habe dann einen Deal gemacht in dieser Situation, wo ich mal gedacht habe, lieber Gott, wenn ich jetzt nicht gesund bleibe, ja, dann werden hier auch Menschen real sterben in Afrika, weil wir unsere Hilfstätigkeit nicht fortsetzen können. Und dann habe ich den Deal gemacht mit dem lieben Gott, beziehungsweise eigentlich mit der Mutter Gottes, der ich ja mein Leben immer schon geweiht habe. Da habe ich gesagt, liebe Mutter Gottes, du musst dafür sorgen, dass hier alles gesund bleibt und wir von Corona verschont bleiben. Dann bekommst du eine Krone von mir aufgesetzt, weil die haitianische Madonna, die wir haben, diese schlichte Madonna, die in Haiti von einem sehr frommen Künstler geschnitzt worden ist, die hat keine Krone. Und diese Krone, diese Corona, wird die Mutter Gottes auch bekommen. Viele haben schon geschrieben, setz ihr jetzt schon die Krone auf. Nein, der Deal ist, liebe Mutter Gottes, du musst uns schützen, ja, bis zum Ende dieser Pandemie, damit wir unsere Arbeit hier fortsetzen können. Und dann werden wir dir die Krone aufsetzen, die dir gebührt, weil es geht hier wirklich um sehr viel. Es geht wirklich viel. Wir sind die päpstlichen Missionswerke. Und wenn uns da was passiert, deshalb halten wir auch die Sicherheitsmaßnahmen. Aber deine Frage nach der Angst, ich würde sagen, macht's auch einen Deal mit dem lieben Gott. Ja, also das darf man machen. Unsere Vorfahren haben das immer gemacht. Ja, die haben einen Deal gemacht mit dem lieben Gott, gesagt, wenn die Pest vorübergeht, dann bauen wir dir eine Kirche. Es gibt immer wieder diese Gelübde oder man gelobt eine Wallfahrt oder ein gutes Werk. Ich habe auch von Österreich dann dieses Spital gelobt in Afrika. Das nimmt schon konkrete Formen an, motiviert auch viele Menschen hier mitzumachen. Aber bitte tu dann etwas Gutes. Du bist in einer bedrückenden Situation und es ist, Entschuldigung, ich sage das auch so, es ist zu billig, einfach zu sagen, lieber Gott, lass die Pandemie vorübergehen. Du, glaube ich, erwartet auch von dir, dass du dir eine Besserung deines Lebens, einen Akt der Nächstenliebe oder sonst etwas vornimmst, wenn Gott dir diese Freiheit dann von der Pandemie schenkt. Das würde ich jetzt schon raten, dass man das macht eben jetzt, dass man dem lieben Gott etwas hinhält. Und ein Deal ist natürlich der falsche Ausdruck, der erinnert so stark jetzt an Wirtschaft und so weiter. Aber es ist einfach die gute Absicht, würde ich es nennen, die gute Absicht, dann etwas nachhaltig Gutes zu tun, wenn die Pandemie vorüber ist. Und ich kann nur sagen, dass das dann psychologisch entlastet. Aber eben jetzt bitte aufpassen, also auch dieser Deal, ja, funktioniert nicht, wenn wir dann nicht eben jetzt die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beachten. Also ich habe dem lieben Gott versprochen, nach der Pandemie eine Wallfahrt nach San Giovanni Rotondo zu organisieren zum heiligen Pater Pio. Vielleicht kannst du dann teilweise dabei sein oder wir fliegen dich gern mit ein. In jedem Fall, das mache ich gern. Wir haben eine Schreiberin, die uns aus der Schweiz geschrieben hat. Und was auch Hoffnung macht, ist natürlich, wir vertrauen auf Gott, aber zur Gnade gehört immer auch unser Mittun. Und das zeigt Israel. Israel ist ja ungefähr vergleichbar in der Situation wie die Schweiz heute. Oder Israel war so vergleichbar, so um den 18. September. Und die hatten einen Lockdown vom 18. September bis zum 18. Oktober. Und zu Beginn des Lockdowns waren die Zahlen so, dass es täglich ca. 9000 Infektionen gab. Nach 4 Wochen, nach einem strengen Lockdown, waren es nur noch gut 200. Also Vertrauen auf die Gnade Gottes, aber auch mittun. Ich bleibe da dabei und ich sage das nochmal. Bitte halten Sie die Abstände, tragen Sie die Masken, nehmen Sie die Hygienevorschriften ernst, lüften Sie, es hilft. Und wir sind nicht der Meinung, wie es auch manche Mitbrüder sagen, dass das ein angeblich so tödliches Virus ist. Es ist tödlich und wir können viel mitmachen. Und schöne Masken tragen, wie der Pater Karl. Und Thomas, das ist, also das halte ich auch deshalb in die Kamera, weil wir das sehr bewusst gemacht haben. Das ist jetzt die zweite Generation von Masken, weil im Juni habe ich geglaubt, wir sind die Masken los. Wir haben dann die restlichen nach Afrika verschenkt, haben Freude ausgelöst. Und jetzt musste ich eben eine zweite Generation von Masken machen lassen, nur mehr in 2 Farben.
Und das ist zugleich immer verbunden natürlich mit, wir sind ja Hilfswerke des Papstes und die sind besonders stilvoll, die Grauen, ja, die gehen auch sehr gut weg. Was ich ganz furchtbar finde, ja, darf ich sagen, was ich wirklich schrecklich finde, ich habe gestern erst Bilder bekommen von unserem Erzbischof, den ich sehr schätze, Kardinal Schönborn, der eine Priesterweihe gehalten hat, und dann haben die Diakone daneben haben so medizinische Masken und der eine hat so eine Maske und der Kardinal hat eine schwarze Maske und schöne barocke Messgewänder. Warum wir nicht in der Liturgie auch positiv darauf reagieren? Also ich habe die schon sehr bewusst auch machen lassen und ich werde jetzt alle österreichischen Pfarrer anschreiben, dass die vor Weihnachten noch solche Masken bestellen, weil du tust was Gutes damit zugleich. Und dann, wie schön wär's, wenn die in der Liturgie alle gleich angezogen sind. Das ist doch, wie soll ich sagen, ich muss doch dem Teufel ein Schnippchen schlagen, ja, und wenn die alle schön angezogen sind, alle gleich vorne, Ministranten, Diakon, Priester, Pfarrer und so weiter, dann wird das auch schon, als würde es eh schon immer dazugehören, ja, dann kann man es auch leichter verkraften, das Ganze. Also wir müssen rausdenken aus der Box, ja, und nicht an die bösen Masken und so schrecklich. Nein, dann mache ich auch halt aus der Maske etwas, was auch, wie soll ich sagen, liturgisch passend ist und schön ist und das dem Ganzen auch, ja, also zumindest einigermaßen einen Stil gibt. Sehr geehrte Seelsorge bei KTV, ich bin Rentner, 69 Jahre, jetzt ganz alleine, depressiv. Alle bekannte Damen ziehen sich zu ihren Kindern, ob klein oder groß, zurück. Ich habe zwei erwachsene Kinder, Sohn, Tochter. Nur der Unterhalt, das Geld war wichtig, sonst nichts. Habe alle Möglichkeiten angegangen, was kann ich noch machen in der Corona-Zeit, um nicht vor Kontaktarmut zu erfrieren. Ich bete schon, so viel ich kann, schaue regelmäßig Gottesdienste, bin auch mit allem, was mir möglich ist, dabei. Wie können Sie mir in dieser harten Krise bitte helfen? Mit freundlichen Grüßen und mit Gottes Segen. Ja, also das klingt dramatisch und ist kein Einzelfall, muss man sagen. Also ich würde sagen, dass man das auch sehen muss, dass man jetzt, wenn man so eine Einsamkeit verspürt, und seine Verlassenheit, man fast die Pflicht hat, dass man sich bei Menschen meldet, mit denen man vielleicht keine Beziehung mehr hat oder sogar gebrochen hat. Man muss das nur auf kluge Weise tun. So ein Brief zum Beispiel an jemanden, den man jahrelang nicht gesehen hat oder mit dem man nicht kann oder wo man ein distanziertes Verhältnis hat. Wie geht es dir und können wir mal reden und so. Ich weiß, dass das Überwindung kostet. Ein Brief lässt auch immer Freiheit. Ja, weil den liest man und ob man dann antwortet und so, das kann man frei entscheiden. Ein Telefonat ist oft invasiver, weil da muss man reagieren. Da kann man nicht sagen, ich will jetzt nicht und legt auf. Das geschieht dann nicht. Aber es ist vielleicht dann, ja, ich würde raten, einfach beten und dann das Richtige tun und auch den Nachbarn und Nachbarinnen signalisieren, dass man einsam ist und dass man Hilfe braucht. Das ist keine Schande. Wir schämen uns so und dann verkriechen wir uns lieber und leiden uns da zu Tode, als dass wir uns trauen, eben jetzt nach außen zu signalisieren, dass wir Hilfe brauchen. Also ich bin ja auch sehr einsam hier in Wien. Ich bin ja faktisch ein Einsiedler und der Tag sind während der Woche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Ich bin als Mönch, Monachus, einer, der allein lebt, aber im Kloster hat man die Mitbrüder, hier in Wien sitze ich allein. Ich bin das natürlich gewohnt. Für mich ist eine große Hilfe natürlich das Gebet, so wie es der Herr hier eben auch macht. Es sind die Medien eine große Hilfe. Ich habe ja immer wieder erzählt, dass ich den Rosenkranz oder manchmal bete ich sogar zwei oder drei nicht schaffen würde täglich, wenn ich eben jetzt nicht Radio Maria hätte oder andere Formen von katholischen Medien. Das ist echt eine Hilfe. Ich weiß, dass Bücher lesen oft einem auch nicht rausreißt aus der Einsamkeit, möchte es aber trotzdem sehr empfehlen. Gerade es gibt gute, aufbauende, christliche, katholische Romane, Gertrud von Lefort, Georges Bernard Noss und so. Wir haben im B&B Verlag in Heiligenkreuz haben wir so eine eigene Reihe eben jetzt von christlicher Romanliteratur rausgegeben, neu.
die ein bisschen abgedämmert ist, möchte ich sehr empfehlen und auch Werbung machen. Ich leite diesen Verlag ja weiterhin. Wir geben da wirklich gute Bücher in Heiligenkreuz raus beim B&B Verlag. Also das möchte ich alles empfehlen. Aber auch, was doch auch für mich hilfreich ist, ist zum Beispiel auch das Fernsehen, was ich in Heiligenkreuz nicht habe. Im Kloster haben wir kein Fernsehen. Und hier habe ich festgestellt, in Wien, also besser als depressiv zu werden, ja, und dann in einer, und man hat oft keine psychische Kraft, ja, am Abend, wenn man ausgelaugt ist und dann ist einiges schief gegangen und so weiter, oder, und man hat dann einfach keine Kraft, sich mit sich selbst zu beschäftigen und da gute Programme anzuschauen und auch spannende Filme. Also das ist einfach auch für einen religiösen, gläubigen Menschen und auch für einen Priester erlaubt. Das ist auch ein Hilfsmittel. Also hier einfach würde ich wirklich raten, nützen Sie alle Hilfsmittel auf natürlicher und übernatürlicher Ebene, um eben jetzt nicht sich einzuspiegeln und einzuigeln, sondern immer den Horizont offen lassen. Und eins möchte ich auch noch sagen, weil mir das ein Priester empfohlen hat, in Radio, also nicht mir, sondern in Radio Maria Österreich, also auch ein katholisches Medium wie KTV, hat ein Priester, der auch Psychologe ist, einen Vortrag gehalten und der hat den Tipp gegeben, sich B6, Vitamin B6 zu organisieren. Und ich habe dann geglaubt, das ist irgendwas ganz Besonderes, war dann in einer Apotheke und es gibt tonnenweise Vitamin B6 in allen Formen. Das ist eine Form des Vitamins, die eine Aufhellung des Gemütes jetzt eben nach sich bringt. Und auch solche Mittel sind erlaubt. Und das muss ich am Schluss in meiner Verantwortung als Priester auch noch sagen. Also wenn es wirklich Richtung Verzagtheit, unmotivierter Verzagtheit geht, dann bitte auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist keine Schande. Wenn die Seele krank ist, dann braucht sie eben jetzt auch auf natürlicher Ebene eine Behandlung. Weil wenn der Fuß gebrochen ist, dann genügt es auch nicht zu beten, dass er wieder zusammenheilt. Da muss man auch ins Spital gehen und muss schauen, dass der jetzt eben richtig versorgt wird. Und genauso auch mit der Seele. Also wenn eine echte Depression da ist, bitte aufpassen, dann bitte auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Uns hat ja eine Person geschrieben, die 69 Jahre alt ist. Ich weiß jetzt nicht, ist das eine Frau oder ein Mann. Ja. Aber was immer auch wichtig ist, ist rausgehen, die frische Luft, wenn das möglich ist. Das ist auch was Wichtiges. In der letzten Ausgabe Welt am Sonntag gab es eine Überschrift, was Sie sonst noch tun könnten. Das sage ich jetzt mal ganz allgemein, interessant. Puzzle gegen das Fernweh, also Puzzle legen, Weinkenner werden, ein Hund als Begleiter, tägliche Saft pressen, Fenster putzen, Backen gegen den Blues oder Versmaße für leere Tage oder endlich ein neues Hobby und so weiter und so weiter. Aber ich möchte noch was anderes dazu sagen. Wir haben ja da so eine Zuschrift bekommen, dass jemand sehr einsam und depressiv ist und sich alleingelassen fühlt. Das eine ist, dass so eine Person aktiv werden kann. Das andere ist, dass das Drumherum aktiv werden sollte. Es gibt ja den Spruch, genau, wenn jeder sich nur um seine Nachbarn kümmern würde, würde die Welt schon anders ausschauen, dass wir vielleicht unsere Augen offen halten. Wo sind so Menschen, denen wir beistehen können, die vielleicht auch niemanden haben? Und da möchte ich was vortragen aus der letzten Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Da schreibt er in Nummer 35, Gott gebe es, dass es am Ende dieser Pandemie nicht mehr die anderen, sondern nur ein Wir gibt. Dass es nicht das x-te schwerwiegende Ereignis der Geschichte gewesen ist, aus dem wir nicht zu lernen vermocht haben. Dass wir die älteren Menschen nicht vergessen, die gestorben sind, weil es keine Beatmungsgeräte gab, teilweise als Folge der von Jahr zu Jahr abgebauten Gesundheitssysteme, dass ein so großer Schmerz nicht umsonst war, dass wir einen Sprung hin zu einer neuen Lebensweise machen und wir ein für alle Mal entdecken, dass wir einander brauchen und die einen der anderen Schuldner sind. Ich glaube, hier unterstreicht auch Papst Franziskus das, was ich eben gerade ausgeführt habe. Bitte schauen wir doch, wo sind Menschen, um die wir uns jetzt kümmern könnten und sei es nur ein Anruf. Ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt sehr viel dazu sagen, aber ich glaube, dass wir alle eben jetzt beten und handeln sollen, sodass wir stärker aus dieser Krise rauskommen. Eine Krise ist immer eine Chance.
Und die katholische Kirche ist immer stärker geworden durch Krisen und nicht schwächer. Also wenn wir das richtig handeln, aber ich spreche jetzt nicht von der Kirche insgesamt, weil da können wir eine Sendung dazu machen, sondern ich spreche jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier jetzt dabei sind und die vor dem Bildschirm sind. Bitte eben jetzt, ja, nehmt diese Krise als Chance, ja, lasst euch nicht von der inneren Finsternis und von dem, was da an Maßnahmen getroffen wird und von der Aussichtslosigkeit, die jetzt noch da ist, weil man nicht weiß, wenn es anders, wann es endlich anders wird, lasst euch davon nicht unterkriegen, ja, ergreift alle Hilfsmittel. Pfarrer Thomas Riemel hat ja gerade aus seiner weltlichen Zeitschrift alles Mögliche vorgelesen und ich sehe auch, wie im Fernsehen so viele Tipps gegeben werden. Also ich würde nur raten, wenn man dauernd kocht, ja, da könnte man dann auch mit ein paar Kilo zu viel Übergewicht aufwachen am Ende der Krise. Also muss man aufpassen, was man wirklich jetzt eben macht. Ja. Aber bitte, ja, macht euch ein bisschen am Plan, ja. Ich habe mir so den Gedanken gehabt, wie der Bundeskanzler jetzt letzten Samstag das verkündet hat, neuer Lockdown, habe ich gesagt, Pater Karl, jetzt musst du dich hinsetzen, was machen wir jetzt aus diesen 4 Wochen, was machst du mit dieser gewonnenen Zeit? Wahrscheinlich werde ich die ganzen Sachen eh nicht durchbringen, die ich mir jetzt vorgenommen habe, weil wieder groß die Seelsorge bei Missio aus viele Leute schreiben werden, dann machen wir das, aber dass man einfach wirklich in die Situation hineingeht, lieber Gott, jetzt ist es so, und ich möchte das nutzen zu deiner Ehre. Ich sehe das Ganze als eine Chance, etwas Gutes für die Welt, für die Menschen, für die Christen, aber auch für mich zu machen. Lieber Pater Karl, mein Speck ist kein Corona-Speck. Der war vorher schon da. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bitte dich um das Gebet und um den Segen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich ausdrücklich auch um die Gnade des Humors in einer Situation, wo wir alle in Gefahr stehen, dass uns das Lachen vergeht und dass wir uns von Verzagtheit, Finsternis, innerer Betrübnis unterkriegen lassen. Das wollen wir nicht, das willst du nicht. Bitte gib uns Ideen, innere Kraft, aber auch den Mut, die Maßnahmen zu ergreifen, um aus einer bösen Situation etwas Gutes zu machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Seuchenpatrons Karl Borromäus, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lieber Pater Karl, herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.